herzlich willkommen zum FIFA World Cup 2022 in Katar, zum Orakelspiel. Freunde, ich lasse hier nur zwei KIs gegeneinander antreten. Ich spiele das nicht, also wenn eure Mannschaft verliert, dann kann ich nichts dafür. Also nicht über mich schimpfen, sondern dann über FIFA schimpfen, könnt ihr gerne machen, da habe ich kein Problem mit. Es ist immer 24 Stunden vor dem tatsächlichen Spiel der WM, kriegt ihr hier diese quasi... Ja, ich nenne es das Orakelspiel. Seht ihr dann eben vorab die Partie. Wie gesagt, zwei Legenden-KIs spielen gegeneinander, wie die Originalpaarungen sind. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und lasst mir noch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß und auf geht's jetzt. So, herzlich willkommen zum ersten Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Winter. Willkommen. Wir fangen mal mit den Gästen an. Wir fangen mit Ecuador an. Haben sich als Vierter in der Südamerika-Gruppe qualifiziert, souverän qualifiziert und spielen heute gegen den Gastgeber, der sich wie immer nicht qualifizieren muss. Das ist Standard bei der WM. Also, wir sind gespannt und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Auf geht's. Erstes Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt müssen beide zeigen, wo sie wirklich stehen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los hier im Al Bayt Stadium. Ich begrüße Sie herzlich im Al Bayt Stadium, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht am heutigen Tage das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Katar gegen Ecuador. Alle freuen sich hier auf ein tolles Spiel. Sehr interessantes Duell in diesem WM-Gruppenspiel. Die Erwartungen sind auf jeden Fall groß. Und ich glaube, beide wollen heute zeigen, was sie drauf haben. So wird Katar heute spielen. Der Torwart ist Saad Al-Sheib. Boulem Kuki spielt mit Bassam Al-Rawi in der Innenverteidigung. Abdulaziz Hatem steht mit Karim Boudiaf im Zentrum. Und im Sturm ist Al-Moez Ali. Das ist die Aufstellung von Ecuador. Im Tor ist Alexander Dominguez. Byron Castillo spielt mit Pervis Estupiñan in der Verteidigung. Und im Sturm ist Enner Valencia. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Estupiñan. Und dann ist der Ball doch weg. Oh, das könnte was werden. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Kein Tor, weil da ein echter Meister im Tor steht. Ein echter Könner. Ja.
Ecke wird kurz ausgeführt. Schön abgeblockt. Gonzalo Plata. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Er sieht die gelbe Karte so früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Ball kommt rein. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Und jetzt haben sie den Ball. Ener Valencia. Gut verteidigt. Gibt Einwurf. Roro. Karim Boudiaf. Hassan Al-Haidos. Da muss er hin und holt sich den Ball. Gureso. Gonzalo Plata. Valencia. Ball läuft da gut jetzt. Aber dann werden sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Gureso. Jetzt könnte es gefährlich werden. Vielleicht die Führung jetzt. Wahnsinn. Er hält ihn. Kurz ausgeführt. Wirklich eng. Guter Schuss. Roro. Hassan Al-Haidos. Sie spielen steil, gefährlich. Karim Boudiaf. Er hat hier die Chance zur Führung. Ball geht an den Pfosten. Das kann gefährlich werden. Sie wollen den Führungstreffer, das ist nicht zu übersehen. Er hat es doch nicht aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ener Valencia. So, die Chance jetzt. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Boualem Kuki. Alaidos. Gonzalo Plata. Grueso. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Da holen sie sich den Ball mit diesem Zweikampf. Karim Budiaf. Jetzt müssen sie aufpassen. Aber dann verlieren sie den Ball. Keine Gefahr mehr. Grueso. Valencia. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Almoez Ali. Akram Afif. Guter Spielaufbau. Ja, passt auf. Grueso. Ena Valencia. Estupina. Valencia. Ena Valencia. Da hat er die Chance. Gehalten. Unglaublich voll. Was für ein sensationeller Reflex. Jetzt kommt die Ecke. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Das sieht vielversprechend aus. Gute Chance. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ecke kommt. Oh, misslungene Befreiung hier. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Gutes Timing, gute Grätsche. Er holt sich den Ball. Ena Valencia. Das ist die Chance. Erneut das Tor. 2 Tore Vorsprung nun also. Sieht alles gut aus für sie. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Es ist Pause hier im Al Bayt Stadium. Der erste Durchgang ist zu Ende. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Hassan Al-Haidos.
Karim Boudiaf. Flanke kommt. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Ecke in die Mitte. Da kann er jetzt erstmal klären. Akram Afif. Hassan Al-Haidos. Jetzt der Schuss. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für sie drin. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten und genau das tut er. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Estupinan. Den Capier. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Chance für den Konter jetzt. Abdulaziz Hatem. Karim Boudiaf. Hassan Al-Haidos. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Ecke in den Strafraum. Erstmal geklärt. Karim Boudiaf. Hassan Al-Haidos. Al-Moez Ali. Sie sind da, Ball wird geblockt. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Sie wechseln jetzt. Ecke kommt in die Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Geblockt, aber weiter Gefahr. Akram Afif. Jetzt schießt er. Die können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. Er macht zu. Hassan Al-Haidos. Castillo. Da können sie kontern. Guter Pass. Gehalten. Unglaublich voll. Was für ein sensationeller Reflex. Die Ecke kommt. Noch ist der Ball gefährlich da hinten. Karim Boudiaf. Abdulaziz Hatem. Gut den Ball abgefangen. Ana Valencia. Die Chance hier. Die Riesenchance. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Den hält er, da macht er sich lang, ganz sicher.
Jetzt die Ecke. Tor, da ist es. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Jetzt der Vorstoß. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Al-Moez Ali. Erstmal abgeblockt. Estupinan. Gute Balleroberung hier. Sie können sich da hinten befreien. Platz zum Kontern. Da kann er sich den Ball holen. Castillo. Castillo. Castillo mit dem Ball. Ja, ich glaube, sie wollen jetzt auch gar nicht mehr angreifen. Sie sind zufrieden mit dem Ballbesitz und zufrieden mit dem Resultat. Al-Moez Ali. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Wir sehen den Wechsel. Die Fans können es nicht glauben, für sie war das ein klarer Strafstoß. Karim Budiaf. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da muss er hin und holt sich den Ball. 3 Minuten sind es noch. Jetzt können sie kontern. Na, der kommt gut. Da ist die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Ball wird kurz gespielt. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Gute Chance. So, Deckel drauf. Mit diesem Tor war es das für heute. Jetzt kann ihn in diesen Sieg keiner mehr nehmen. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich 2, 3 Fragen gefallen lassen müssen. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen hier also eine Niederlage hinnehmen. Das ist bitter. Schauen Sie sich dieses Ergebnis an. Was für eine Niederlage. Das müssen Sie jetzt erstmal verdauen und das wird nicht leicht. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi.
Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Gonzalo Plata. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Vielleicht die Führung jetzt. Eng. Guter Schuss. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. So, die Chance jetzt. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage. Ena Valencia. Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Gute Chance. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ena Valencia. Das ist die Chance. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Akram Afif. Hassan Al-Haidos. Jetzt der Schuss. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für sie drin. Al-Moez Ali. Sie sind da, Ball wird geblockt. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Sie wechseln jetzt. Guter Pass. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Die Riesenchance. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Den Elter, da macht er sich lang, ganz sicher. Jetzt die Ecke. Tor, da ist es. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Gute Chance. So, Deckel drauf. Mit diesem Tor war es das für heute. Jetzt kann ihn diesen Sieg keiner mehr nehmen.